Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung für zwischendurch, so zum späten Samstagnachmittag. Und ich hoffe, ihr seid einigermaßen gut ins erste Wochenende dieses Jahres gestartet. Ja, Traktoren-News gibt es noch keine positiven. Ich habe da immer noch kein Update, wie man das denn nun zeitnah beheben kann. Ich hoffe, dass ich da am Montag endlich was zu weiß, nur falls sich jemand fragt. Und da ich es in der Kommentarspalte schon gelesen habe, wir haben ja eigentlich im Vlog drüber geredet, aber nein, mein Traktor hat kein AdBlue, das kann also nicht die Ursache sein. Und wer wissen will, was ist, naja, einfach im letzten Vlog am Ende nochmal reinschauen, dann habt ihr die ganze Story. Jetzt gucken wir uns aber Nachrichten an. Das ist nun keine Eilmeldung im, naja, wirklichen Sinne, denn die Meldung kursiert schon seit 2 Tagen. Sie führt uns mal wieder ins schöne, beschauliche Sachsen. Ich habe es allerdings heute erst gesehen, deswegen machen wir jetzt was Gesondertes zu. Bis zum Vlog mag ich nicht drauf warten, denn das ist ziemlich brisant. Es geht nämlich einmal mehr um den Ministerpräsidenten, den Kretschmer, der ziemlich tief blicken lässt, wessen Geistes Kind er ist. Der CDU-Ministerpräsident war nun beim Industrieclub in Sachsen zum Neujahresempfang. Und da wurde auch thematisiert, dass die CDU ja nun, man könnte sagen, abschmiert. Die ist nämlich von der AfD um 4 Punkte überholt worden. AfD steht in Sachsen bei 37% laut Umfragen und die CDU bei 33%. Und da kann man dann durchaus mal erstmal kritisch nachfragen, lieber Ministerpräsidenten da, könnte es vielleicht auch in der eigenen Politik liegen? Aber der Kretschmer hat da eine ganz, ganz andere These, woran das liegt, dass nun plötzlich die AfD vorbeigezogen ist an der CDU. Er geht davon aus, er behauptet, das wäre A, eine Momentaufnahme und verantwortlich dafür ist ja, dass viele Leute nicht mehr die Tageszeitung lesen, sondern sich über soziale Medien informieren. Ach so. Und deswegen forderte Kretschmer das einzig Naheliegende, nämlich eine Zensur eben jener. Kein Witz. Kretschmer möchte, weil die CDU massiv abgeschmiert ist und die AfD den absoluten Höhenflug genießt in vielen Bundesländern, nun die neuen Medien, die sozialen Netzwerke stärker regulieren. Ich habe da auch ein Zitat für euch, denn er hat wirklich rausgehauen. Wir haben noch keinen aufgeklärten Umgang mit diesen neuen Medien. Und genau deswegen will er eine stärkere Regulierung haben, denn das wäre ja eine der Lehren, eine wichtige Lehre aus dem Nationalsozialismus. Und das ist jetzt interessant. Also was er mit dieser Formulierung bezweckt, ist ganz klar, Nazi-Keule. Der Nationalsozialismus hat uns gezeigt, dass man mehr zensieren müsse, weil freie Meinungsäußerung ist gefährlich. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Er hat damit tatsächlich recht, denn was ist denn im Nationalsozialismus getan worden? Ja, soziale Netzwerke gab es da nicht. Aber was wurde denn gemacht mit abweichenden Meinungsäußerungen? Die wurden verboten. Die Presse wurde gleichgeschaltet. Man hat den Informationsfluss von Seiten der Regierung her kontrolliert. Und eine der wichtigsten Lehren aus dem Nationalsozialismus war beispielsweise eine dezentrale Presse im Nachgang. Und daraus resultiert unter anderem, dass der Beruf Journalist heute kein staatlich geschützter bzw. geprüfter ist. Journalist kann grundsätzlich jeder sein, der über etwas berichtet. Natürlich gibt es ja gewisse Standards, die doch bitte eingehalten werden sollen. Aber es ist keinerlei Beruf, wo man irgendeine staatliche Qualifikation für benötigt. Und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Lehren aus dem Nationalsozialismus, dass man eben nicht von Seiten einer Regierung bestimmt, wer berichten darf und wer eben nicht. Das ist nur blöderweise genau das Gegenteil von dem, was der Kretschmer jetzt raushaut. Sicher geht es nun jetzt um die private Meinung, um den privaten Meinungsaustausch in sozialen Netzwerken. Die Leute würden ja da frei kommunizieren und da kommt die CDU nicht so gut bei rum. Und das müsste man ja stärker regulieren. Aber es geht auch in genau die gleiche Richtung. Lieber Kretschmer, du hast da was wirklich Wichtiges angesprochen. Ja, es ist eine wahnsinnig wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Lehre aus der nationalsozialistischen Zeit, dass man eben abweichende Meinungen nicht zensieren sollte. Und was macht Kretschmer? Das exakte Gegenteil. Er will eine stärkere Zensur, denn die CDU, die schmiert ja gerade ab und die AfD profitiert durch die sozialen Netzwerke. Also das mag ja sein, dass die AfD durchaus einen gewissen Zuwachs an Wählerstimmen durch soziale Medien genießt. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die sozialen Medien böse, gemein oder sonst irgendwas sind, sondern dass die Leute Dinge mitbekommen, die sie in der Tageszeitung vielleicht nicht unbedingt lesen würden. Und warum würden sie die da nicht lesen? Weil die da ausgespart werden oder geframed werden oder eben im Kontext komplett verdreht werden. Wenn man sich auf die Berichterstattung vieler Tageszeitungen in bestimmten Punkten einfach nicht mehr verlassen kann, weil
mittlerweile aktuelle Ereignisse eher die Runde machen über Augenzeugen, die ihre eigenen Erfahrungen irgendwo in sozialen Netzwerken mitteilen. Die also die Plattform nutzen, um über das zu informieren, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, was sich da bei ihnen vor der Haustür abspielt. Unter anderem diverse Videos aus der Silvesternacht. Ausschreitungen in gewissen Teilen des Landes, die man in den Medien, so in den großen etablierten, vielleicht als Randnotiz wahrnimmt, was sich aber tatsächlich bei Tausenden, ach Millionen Menschen tagtäglich vor der Tür abspielt, das erfährt man aus der, ich sag jetzt mal bewusst gefilterten Presse, seltener. Sicherlich gibt es da Medienplattformen, die da ein bisschen unverblümter darüber berichten, aber die große Linie ist doch eher so, bei Themen, die politisch nicht gewünscht sind, da schaut man eher weg, verharmlost das Ganze ein bisschen. Es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Und sicherlich gibt es da ganz bestimmt keine Weisung von oben, kein von wegen, ihr dürft da nicht drüber berichten. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn im besten Absurdesten aller Zeiten galoppieren die meisten Presseportale ohnehin gehorsamst von weg und erzählen, also was heißt erzählen, machen genau das, was die Regierung gerne hätte, nämlich unter anderem, um ihre Subventionen nicht zu verlieren, um die Gunst der Politiker nicht zu verlieren, um dann eben bei der nächsten offiziellen Pressereise auch wieder ein Plätzchen im Flieger zu haben. Die muss man also gar nicht von oben anweisen, dass sie über bestimmte Themen nicht reden dürfen. Das machen die schon von selbst in vielen Fällen. Und dass da dann das Vertrauen immer weiter flöten geht, liegt vielleicht auch mit daran, dass irgendwelche Faktenerfinder die ganze Zeit irgendeinen Schnulli sich daraus denken, beziehungsweise die angeblichen Verschwörungstheorien und Fake News mehr noch bestätigen, als dass sie sie dementieren. Ich sage nur gestern der MDR mit der Hochwasserhilfe in Berger war es, glaube ich, haben wir im Vlog drüber gesprochen. Ja, wurde groß geschrien, Fake News in sozialen Netzwerken. Ja, der MDR hat aber bestätigt, dass es sich zugetragen hat, nur die Uhrzeit war eine andere. Also herzlichen Glückwunsch. Genau solche Sachen führen nun mal dazu, dass immer weniger Leute noch allzu viel drauf geben, was in den, sagen wir mal, etablierten Medien berichtet wird. Und dass jetzt der Kretschmer um die Ecke kommt. Und statt sich mal in die eigene Nase zu fassen, 3 Jahre Zombie-Irrsinn, der hat er maßgeblich vorangetrieben in Sachsen. Und zu überlegen, ob das vielleicht die Leute von der CDU weggetrieben haben könnte und generell die Entwicklung der CDU in eine nicht sonderlich wertekonservative Richtung. Statt darüber mal zu grübeln, in sich zu gehen und zu überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, der Partei wieder ein vernünftiges, konservatives, rechtsdemittelstehendes Profil zu geben. Stattdessen müssen die sozialen Medien, die neuen Medien stärker regulieren, weil da kein aufgeklärter Umgang mit stattfindet. Kretschmer, was ist denn bitte ein aufgeklärter Umgang? Der Meinung zu sein, wenn ich meinen Garten mit Maschendraht einzäune, dann kommen keine Fliegen, keine Mücken reingeflattert? So in etwa? Das ist das, was ihr 3 Jahre lang getan habt. Das ist ein aufgeklärter Umgang. Leute einsperren wegen einem Hirngespinst, was vielleicht sein könnte. Und deswegen macht man mal präventiv die gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung kaputt und regiert aus dem Hinterzimmer einfach per irgendwelchen Verordnungen durch. Das ist ein aufgeklärter Umgang mit irgendwelchen Medien, beziehungsweise mit in dem Fall dann Macht. Ja, da habe ich aber meine Zweifel dran. Also eigentlich müsste man die Macht in diesem Land stärker regulieren. Und zwar dafür sorgen, dass irgendwelche Candy-Crush-Hobbyspieler nicht in irgendwelchen verschlossenen Kämmerlein über Millionen Menschen entscheiden dürfen. Da die bewiesen haben, dass sie nicht in der Lage sind, aufgeklärt mit der ihnen verliehenen Macht umzugehen. Aber nee, stattdessen weint man, dass die CDU in den Umfragen abschmiert, dass die AfD sie überholt hat. Und das wäre ja nun die Schuld des Nicht-Aufgeklärten, also ihr seid alle zu blöd, Umgangs mit sozialen Netzwerken. Und das hat er tatsächlich beim Neujahresempfang vom Industrieclub rausgehauen. Also das mit dem zu blöd, das war jetzt meine eigene Formulierung, aber ich denke, das ging schon hervor aus meiner Vortragsweise. Ich habe euch das Zitat hier vorgelesen. Aber das zeigt auch wieder diese Arroganz, dieses, ihr wählt uns nicht. Ihr seid doof, ihr seid nicht aufgeklärt, wir müssen verbieten, dass ihr euch äußert. Und zwar so, wie es uns nicht gefällt. Mehr Zensur, mehr Kontrolle, weil die Bevölkerung nicht mehr brav die Linie vertritt, die die hiesige Politik gerne hätte. Das nennt man dann freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das wäre eine ach so wichtige Lehre aus dem Nationalsozialismus. Ja, also wenn eine Lehre aus dem Nationalsozialismus ist, dass man die Äußerung abweichender Meinungen unterdrücken muss, dann lieber Kretschmer, besuch nochmal eine 9. Klasse. Da reicht auch eine Hauptschule für aus. Da fehlen einem zusehends einfach nur noch die Worte, oder? Es ist echt widerwärtig. Der sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat in den vergangenen Jahren, der kommt jetzt um die Ecke und möchte gern die Leute daran hindern, sich frei zu informieren. Und sicherlich gehen in sozialen Netzwerken auch Falschmeldungen rum, das ist völlig normal. Aber die hat man in der sogenannten etablierten Presse, in der Tageszeitung, die angesprochen wurde, ganz genauso. Da wird es dann vielleicht eine Woche später in einer kleinen Randnotiz richtig gestellt. Ja, Glückwunsch. Der Schaden ist aber vorher schon angerichtet. Sich also hinzustellen und zu fordern, dass soziale Netzwerke gefälligst einen Anspruch auf absolute Wahrheit erheben müssen und wenn sie das nicht können, dann müssen sie zensiert werden. Das ist so
dermaßen abstrus. Nach der Logik dürfte kein einziges Presseportal in diesem Land mehr bestehen. Denn die hauen alle, ob bewusst oder unbewusst, regelmäßig Falschmeldungen raus. Ja, im Nachgang rudern sie dann ein bisschen zurück. Aber dann ist die Nachricht ja bereits in der Welt. Also wenn man von großen Redaktionen nicht erwarten darf in diesem Land, dass die korrekt berichten, und naja, Beispiele dafür haben wir zuhauf und Flocke ja nun schon gehabt, ja, dann kann man doch nicht verlangen, dass sich Privatpersonen in sozialen Netzwerken 100% wahrheitsgemäß austauschen. Das geht doch gar nicht. Zumal es die absolute Wahrheit sowieso nicht gibt. Die ist nämlich standpunktbasiert. Gibt es ein wunderschönes Internet-Meme, da ist eine 6 auf dem Boden gezeichnet oder eine 9. So, seitlich gesehen, da steht einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Der eine sieht die Zahl als 6, der andere sieht die Zahl als 9. Und da sagt der eine, da ist eine 6. Und dann sagt der andere, nein, eine 9. De facto ist es beides. Kommt eben auf den Standpunkt an. Ist es, weder hat der eine Recht, also Recht haben sie beide und Unrecht haben sie in dem Moment auch wieder beide. Heißt also, worum geht's? Eine wirklich schwarz und weiß gemalte Wahrheit existiert nicht, weil da immer die entsprechenden Variablen, die Umgebungssituation mit bedacht werden muss. Aber das scheint man beim Kretschmer nicht mitbekommen zu haben. Nö, er will jetzt eine stärkere Regulierung des freien Meinungsaustauschs. Was wäre ja so gefährlich, wenn die AfD da durchaus von profitiert, dass in sozialen Netzwerken Sachen berichtet werden, die in der Tageszeitung nicht drinstehen. Interessanter politischer Stil, nicht wahr? Da weiß man doch, woran man ist. Aber jetzt bis nachher zum nächsten Flöckchen. Genießt den Samstag noch ein wenig und dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Jetzt bricht ja die Eiszeit heran, habt ihr vielleicht schon heute gelesen. Eiszeit wird erwartet. Ja, Nordostpolarluft, also sibirische Kaltluft. Gut, Winter ist mittlerweile Eiszeit. Es ist wirklich, es ist real Satire. Bis dann.